Es ist Wahlkampfzeit. Juhu! Liebe Parteien, wenn ich eure Wahlprogramme sehe, könnte ich... Liebe Parteien, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so sensibel. Es geht ja auch hier nicht um den Inhalt eurer Wahlprogramme, sondern eher darum, was ein Wahlprogramm ist und welches Ziel ihr damit verfolgt. Das habe ich mich wirklich gefragt. Also, wenn ich als Bürger, der wählen gehen kann, mich dafür darüber informieren will, wen ich wählen will, dann gucke ich mir doch voll ein Wahlprogramm an, oder? Und dann erschlagen mich 180 Seiten. Au! Die CDU. 128 Seiten. Wundervoll. Es beginnt sehr persönlich mit einem 7-seitigen Brief von Angela Merkel und Horst Seehofer. Leider, 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 lieber Horst Seehofer und liebe Dr. Angela Merkel, bleibt ihr uns eine Unterschrift schuldig? Keine Zeit? Oder was ist passiert? Oder wisst ihr vielleicht, dass niemand das liest? Floskelalarm! Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir laden alle Menschen in unserem Land ein, diesen Weg mitzugehen, ihn mit ihren Ideen mitzugestalten und unser Land zusammen in eine gute Zukunft zu führen. Da wird man ganz kurz wirklich sehr emotional. Also ich war da schon sehr, sehr gerührt, Frau Dr. Angela Merkel. Und jetzt, nach diesen 128 Seiten, geballte Power. Es gibt so eine Art Kurzwahlprogramm. Nicht schlecht, meine Lieben. Aber auch da müssen wir zu Datendetektiven werden, um auf Inhalt zu stoßen. Zum Beispiel Ihr Flugblatt zum Thema Vollbeschäftigung und tariflicher Mindestlohn. Wir wollen den Menschen Chancen eröffnen. Die SPD, meine Lieben. Da, da, da. Oh, Entschuldigung. Kriege ich nicht ganz hoch, habe nicht genug trainiert. 120 Seiten Power. Die SPD zeigt sich gleich am Anfang sehr ehrlich. Sagen Sie, in einer Welt, die sich ständig wandelt, fällt es zudem immer schwerer, Gewissheiten zu verkünden und Garantien abzugeben. Damit beziehen sich auf Wahlgeschenke oder Wahlversprechen. Danke, dass ihr uns schon im Vorhinein sagt, dass ihr leider keine Versprechen abgeben könnt. Also alles, was wir lesen hier, ja, das können wir uns durchlesen, das können wir uns berieseln lassen, aber nichts versprechen. Ehrlich. Dankeschön. Floskelalarm. Eine moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der jeder und jede Einzelne in Freiheit leben kann. Bananen für alle! Ja, so ist es. Entwarnung! Ja? Der Peer, der hat was vorbereitet. Nämlich das SPD-Wahlprogramm in leichter Sprache. Leichter Sprache. Guter Ansatz, Per. Guter Ansatz. Leichte Sprache, da frage ich mich, also ich finde es schon mal einen schönen Namen. Es heißt wirklich so als Download, Wahlprogramm in leichter Sprache. Ne? Also falls man, ich fühlte mich gleich direkt dreimal intelligenter, als ich das gesehen habe. Und habe mir gedacht, boah, also das in leichter Sprache, das muss ich mir mal runterladen. Das weiß ich nämlich sonst gar nicht. Bitte? Hallo. Ich bin's wieder, der Märchenonkel von der SPD. Heute erkläre ich euch die Wirtschaftskrise. Also, es geht der Wirtschaft in vielen Ländern von Europa nicht gut. Nein. Manche Länder haben viele Schulden. Die Banken haben Probleme. Ja. Die großen Firmen und Fabriken brauchen Geld. Aha, von der Bank. Ohne Geld können Firmen nicht arbeiten. Nein, das geht nicht. Länder brauchen auch Geld. Ja. Man sagt dazu Finanzkrise. So, meine Lieben, weiter geht's im Ton. Die FDP. Nein, sie nennen es nicht Wahlprogramm, sie nennen es das Bürgerprogramm. Das ist ja ein wenig ironisch. 94 Seiten, was ist denn da passiert? Ist euch da nichts mehr eingefallen? Nein, meine Lieben, das Ganze sieht nur so knackig aus, weil die Schriftgröße. Und da frage ich mich, okay, also 94 Seiten, damit schließt ihr die ganzen jungen Wähler aus. Und mit der Schriftgröße, damit schließt ihr die anderen aus. Aber gut, viel Spaß dabei. Floskelalarm. Deutschland ist auf einem guten Weg.
Wir haben Hindernisse beiseite geräumt und Freiräume geschaffen. Dann wird die FDP aber noch richtig genau, meine Lieben. Ja, da haben sie alle den Taschenrechner ausgepackt in der FDP und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Während unsere Nachbarn ringsum unter der Krise leiden, ja, haben wir in Deutschland 1,6 Millionen neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein neuer Arbeitsplatz alle 80 Sekunden. Dennoch muss man sagen, die FDP, es gibt eine Kurzform. Es ist relativ kompakt, trotzdem natürlich floskelbesetzt, hier ein kleiner Auszug. Die FDP setzt sich wie keine andere Partei für Freiheit und Bürgerrechte ein. Mehr Freiheit ermöglicht unseren Bürgerinnen und Bürgern, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Linke. 96 Seiten knackige Politinfos. Ja, Leute, also ich muss sagen, die Linke macht sehr viele Stichpunkte, was ja sehr löblich ist. Aber trotzdem, wer liest sich denn 96 Seiten Stichpunkte durch? Ich meine, was ist denn los mit euch? An wen geht dieses Wahlprogramm? Hm? Zielgruppe, bitte definieren. Zielgruppe definieren. Zielgruppe definieren. Danke. Floskelalarm. Eine gerechte Gesellschaft ist für alle besser. Ja. Stimmt ja, irgendwie. Die Linke legt den Finger in die Wunde. Blutet schon? Gut. Aber wer glaubt, die 96 Seiten, das war alles, hat sich zu früh gefreut. Es gibt eine Kurzfassung. Ja? Herzlichen Glückwunsch, soeben hat sich ein Arbeitsplatz freigeschaltet. Die Linken haben sich ein bisschen angestrengt. Auf der Website eine Kurzfassung, die sieht so wunderschön aus. Da möchte man unbedingt weiterlesen. Also visuell ein Knaller. Schwarz-weiß eben, ne? Und ja, und hat sich auch tatsächlich beschränkt auf 3000 Wörter. Knapp hier 3000 Wörter, Werbetext. Kommen wir zu den Grünen. Das sind sie. So, die Grünen überraschen uns mit 319 Seiten. Au! Jetzt noch ein besonderes Schmankerl von den Grünen. Ohne Kompass? Ah. Gibt es keine Orientierung? Ah. Hm. Wo sind wir? Was? Wir sind noch gar nicht losgefahren. Nee. Familie ist da, wo Kinder sind. Kinder raus. Jetzt muss man aber zur Verteidigung der Grünen auch sagen, also wenn wir von den Fakten ausgehen, sie haben ein Kurzwahlprogramm. Ratet mal bitte, wie viele Seiten das hat. Na, was meinst du? 5. Naja, es sind 27 geworden, meine Lieben. Aber es gibt noch ein 9-Punkte für Grünen-Programm. 9 Punkte, die auch, muss man einfach mal sagen, übersichtlich sind. Aber auch irgendwie relativ ungenau. Es geht an die Piraten. Genau. Piraten, ja, auch die halten nicht hinterm Berg. Ja. 163 Seiten. Sie sagen ja auch gleich im ersten Satz, wir Piraten wollen ändern, wie Politik gemacht wird und so auch die Politik selbst. Ja. Da hätten wir ja mal beim Wahlprogramm anfangen können, finde ich, oder? Oder sie haben einfach noch mal 60 Seiten mehr als die CDU raufgehauen. Wunderbar, 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 wunderbar. Weitermachen, weitermachen, ja, super. Dann, was die Politik ja auch noch nie gemacht hat, sind so lange verschachtelte Sätze. Auch davon heben sich die Piraten sehr ab. Kurzes Beispiel. Der Gesetzgeber muss den Einzelnen in die Lage versetzen, sich den Möglichkeiten, Chancen und Risiken der Informationsverknüpfung im Internet bewusst zu werden und selbstbestimmt zu entscheiden, welche Datei er freigibt, zum Beispiel in sozialen Netzwerkdiensten oder über Treue- und Bonusprogramme. Punkt. Die Piraten haben zwar ein Wiki, aber kein Kurzwahlprogramm. Also da frage ich mich wieder, Piratos, was ist denn da los? Ne? Ist der Drops gelutscht oder was? Dann haben wir ja noch hier unseren Special Guest. Nein, nicht so. Die AfD, ja? Die Alternative für Deutschland. Und egal, was da inhaltlich abgeht, ich distanziere mich von allen Parteien.
macht die AfD ja nun wirklich doch was anderes, ne? 4 Seiten Wahlprogramm. Ja, und dennoch schafft auch die AfD es auf diesen 4 Seiten. Parteien sollen am politischen System mitwirken, es aber nicht beherrschen. So ungefähr. Wir stehen für den Schutz der Familie als Keimzelle der Gesellschaft. So, meine Lieben, das war die kleine Wahlfolter mit mir. Wie gesagt, das war mein ganz persönlicher Eindruck, den ich einfach mal loswerden musste, weil ich diese ganzen Sachen recherchiert habe und mir dabei gedacht habe, what the fuck, ja. Und ja, ich möchte diese Message auch gerne weiter an die Politiker geben und sagen, Leute, was ist denn hier los? An welche Zielgruppe gehen denn eure Wahlprogramme? Wie sollen sie euch Informationen vermitteln, damit ihr auch Bock drauf habt, sie euch anzugucken und damit ihr sie auch rafft? Hm? Hier rein. Zum Schluss nochmal die Gesamtrechnung. Fakten, 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 meine Lieben. Also, die CDU beglückt uns mit 128 Seiten. Yeah, yeah, yeah. Die SPD 120 Seiten. Die Grünen 319 Seiten. Die FDP 94 Seiten. Die Linke 96 Seiten. Die Piraten 163 Seiten. Die AfD 4 Seiten. So. Davon sind jetzt nochmal alle anderen kleinen Parteien nochmal ausgenommen. Das sind nur die großen, die ihr lesen müsst. Und wie viel müsst ihr da lesen, meine Lieben? Die Gesamtrechnung läutet 924 Seiten. Lebenslänglich. Ihr habt noch bis zum 22. September Zeit. Viel Spaß. Neuer Arbeitsplatz. Wir haben eine Bundeskanzlerin, die behauptet, das Internet ist für uns alle Neuland. Für mich ist